Hilfsaktion für Erdbebenopfer in Nepal. Dr. Christa Leodolter und Raimund Nentwig Leodolter aus Leoben starteten im Juli des Vorjahres eine große Benefizaktion für Erdbebenopfer in Nepal. Ja, Frau Dr. Leodolter, heute hier in St. Michael. Ihr habt ja da eine ganz eine große, tolle Benefizaktion gestartet. Vielleicht können Sie uns ganz kurz was darüber erzählen. Ja, guten Abend. Ja, ich freue mich, dass wir heute über unsere Benefizveranstaltung in St. Michael berichten dürfen. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten der Erdbebenopfer in Nepal gewesen. Und wir haben die Spendengelder im Vorjahr in dieses Gebiet gebracht. Wir kennen Nepal von früheren Bergbesteigungen und haben die Menschen dort ins Herz geschlossen. Und aus dem Grund haben wir diese Aktion gestartet. Okay, und hier haben wir auch Herrn Raimund Leodolter. Was spielten Sie für eine Rolle bei dieser Aktion? Ja, ich bin halt immer derjenige, der im Hintergrund ist, die ganze Organisation mit meiner Frau. Und überwiegend, ja, einer muss es machen. Und heuer, muss ich sagen, war die Organisation sehr, sehr schwierig teilweise. Es hat uns viel Kraft gekostet, weil die ganzen Vorbereitungen da waren. Und dann musste es natürlich auch in Nepal alles funktionieren mit unserer Gruppe, die noch nie in Nepal war. Und man hat auch eine gewisse Verantwortung. Aber Gott sei Dank hatten wir ein super Team. Wir haben ein gutes, harmonisches Verhältnis gehabt und konnten sehr vielen Leuten eine ganz große Freude bereiten durch die Spenden der österreichischen Bürger. Okay, und was mich noch interessieren würde, welche Summe ist da zustande gekommen und wie hat da die Übergabe ganz genau funktioniert und die Verteilung? Wir konnten 41.000 Euro sammeln und die Übergabe war direkt an die Erdbebenopfer. In etwa 150 Familien wurden unterstützt. Und mit der heutigen Veranstaltung möchte ich eigentlich ein Danke sagen und die Bilder zeigen von dieser ganzen Aktion in Nepal. Okay, und Herr Raimund Leodolter, Sie waren ja auch mit in Nepal. Wie viele Leute waren an dieser ganzen Reise beteiligt? Also insgesamt waren wir 8, also meine Frau und ich und dann noch 6 weitere. Der Peter Höfler, der Gerhard Bichler, die Corinna Oda und der Viktor Bichler. Haben wir glaube ich alle, gell? Ja. Oh ja, die zwei, die jetzt in Amerika sind, die Anita und der Christian, die eigentlich die Reise war ihre Hochzeitsreise. Ja. Und bezüglich der Geldverteilung möchte ich noch sagen, aus Sicherheitsgründen sind die Leute zu der Lodge von der Budimaya gekommen, weil mit 41.000 Euro, das waren sehr, sehr viele Millionen nepalesische Rubin und das unterwegs, das war das Risiko zu groß und deswegen sind die Leute gekommen und haben dort das Geld direkt empfangen. Okay, und zum Abschluss, ich glaube, es waren ja viele, viele Helfer und Personen dabei, die Sie hier unterstützt haben. Wir möchten Sie besonders danken dafür. Ganz besonders bei den Künstlern aus Leoben, der Musikschule vor allem, die bei der Benefizveranstaltung mitgewirkt haben. Viele, viele Freunde, die uns unterstützt haben beim Spendensammeln. Patienten von mir waren beteiligt, viele Kollegen haben gespendet. Ein Danke an die alle. Nun konnten sich die Spender in einem DIA-Vortrag von der Hilfsaktion in Nepal überzeugen, wie ihre Spenden vor Ort an die Menschen in den betroffenen Dörfern übergeben wurden. Alles zu Fuß in Tagesetappen von 6 bis 10 Stunden, begleitet von Sherpern und beladenen Yaks, waren die Helfer 3 Wochen lang unterwegs. Die Menschen begegneten ihnen trotz Armut mit großer Herzlichkeit und Dankbarkeit. Ja, Bürgermeister Karl Fadinger, man kann ja weiterhin noch Spenden hier abgeben. Wie schaut es aus? Wie geht es dann weiter damit? Ja, es ist richtig. Da draußen, heute bei der Veranstaltung, steht noch immer ein Körbel. Die Frau Dr. Leodolter hat ein Spendenkonto eingerichtet und die Verbindung zu Budi Meier, das ist die Dame hier, die bleibt auch zwischen der Frau Leodolter und ihr. Und Budi Meier wird wieder in ihre Heimat fliegen und dort die restlichen Dörfer besuchen, wo noch keine Spenden hingelangt sind. Und wenn das Ganze wieder vonstatten gegangen ist, wenn das wieder organisiert wurde, dann kommt sie wieder nach St. Michael und wird berichten. Frau Budi Meier, Sherpa, was sagen Sie zu dieser wunderbaren Aktion von der Familie Leodolter hier in St. Michael? Jetzt war ich zweimal hier in St. Michael in diesem wunderschönen Saal und es war jedes Mal gefüllt und es könnten sehr viele Leute in Nepal dadurch helfen
Und ich sage, alle gute Dinge sind drei oder vielleicht noch mehr werden, dass in Nepal noch ein Jahr nach dem Erdbebenkatastrophe alle aus den Medien verschwunden sind. Aber es gibt in den abgelegenen Dörfern sehr viel zum tun. Es sind noch sehr viele Dörfer, Schulen, Häuser nicht aufgebaut. Und da möchten wir in Zukunft mit den Spendegeldern noch helfen aufbauen. Und wenn da alles wieder die Projekte durchgeführt werden, nachher hoffe ich, ich darf nächstes Mal wieder herkommen, einen Nepal-Vortrag zu machen, vorher und nachher. Die Spendenaktion geht weiter. Vielleicht wollen auch Sie etwas dazu beitragen.